Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sorry, dass gestern für euch, wenn ihr seht, am Sonntag kein Part kam. Denn, ja, es gab hier riesig Hochwasser in Bayern. Ihr habt so viel mitbekommen. Dazu aber gleich mehr. Denn wir müssen zuerst mal zurückgehen. Also, Mario und Sally, wir haben ja schon gefunden. Aber das ist ein Peach leidet immer noch nicht. Wo ist sie? Leider immer noch nicht. Weil sie bloß hoffe, dass ihr nichts zugestoßen ist. Das hoffe ich allerdings auch. Was ist los? Das Hitters da. Ist die nicht gut? Hört es an wie ein Telefon. Mit dem Klingelton. Das ist auch ein Bilder Klingelton. Haben eine E-Mail bekommen. Oder doch? Oh, ein Anruf? Eine E-Mail. Mario, ich hoffe, diese E-Mail erreicht es. Auch wirklich. Winzergestalten haben es entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sie sich versteckt befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mit Hilfe dieser Karte wollen sie es anscheinend und die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber es hat ein übles Gefühl. Vielleicht wissen sie schon, dass du die Karte hast, also passt gut auf dich auf. Und mach diese mir keine, um mich keine Sorgen. Ist es etwa eine Mail von Pete? Also geht es dir gut. Uff. Ja, uff, das heißt. Nein. Aber die Entführer der Prinzessin sind auch hinter den Sternjuwelen her, oder? Wir sollten nach Ruling gehen und uns von dort auf die Suche nach dem nächsten Sternjuwelen. Also, I would say, los geht's nach Ruling. Das ist der Plan. Ich hab keinen Bock, heute mit irgendwen zu kämpfen. Deswegen gehen einfach an allen straight vorbei. Doch leider, es kann zu langer Part werden, aber ich bin erst fertig, weil die letzten Tage, ja, waren doch ein bisschen sehr anstrengend, weil, wir hatten ja im schönen Bayern, ja, ein bisschen Probleme mit Hochwasser gehabt, was erst übel war, ja. Und ich wohne jetzt, im Gebiet, was leider auch, das Sache ist, bekannt dafür ist, sage ich mal, dass da es halt häufig mal Hochwasser kommt. Und das ist halt dann immer sehr belastend, wenn es soweit ist. Ja, also Glück, wenn man mal schaut, was in manchen Gebieten, vor allem in dem Pfaffenhofen da abging, wo der wirklich die Straßen dermaßen überflutet waren, dass da gar nichts ging. Also, das ist schon sehr gruselig, muss ich sagen. Und so war es, so krass war es im Glück nicht. Also, wir hatten sind auch mit Überflutung stark zu kämpfen, tatsächlich. Was nicht wild war am Ende des Tages, ne? Hier kann eh nichts gemacht werden eigentlich, ne? Aber ich kann Insta gegen Gumbrina austauschen. Und die kann da nämlich was tun und dann. Und das auch wieder, aber springt da eh wieder drauf, macht er platt. Oh, jetzt habe ich es verkackt, zweimal drauf so springen. Ist ja wurscht, dann macht, und Brina halt den Rest. Jawohl, und jetzt funzt das auch. Sehr schön! Ja, also in Hochwasser, also das ist echt schlimm, also. Wirklich, die ganzen armen Leute, ich kann es mir gar nicht vorstellen, die dort einfach so ein Haus verloren haben und alles und in irgendwelche Unterkünfte rein müssen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin froh, dass es hier nicht so weit ist. Allein überhaupt, wenn man... sie haben Augen, noch nie aufgefallen. Allein, wenn man überhaupt in die Situation kommt, dass man einen Keller hat, der voll überfall mit Wasser ist, den man auspumpen muss. Das ist, wie ich finde, so eine sehr, sehr ätzende... Ging's hier nicht zurück nach Olinen? Ich glaube, das ging durch die Rohre. Macht Sinn. Ah ja, ja, sind wir nämlich wieder im Untergeschoss. Danke. Ah, ja, ja, genau, jetzt war ich wieder, wo das passt. Gut, gut, gut. Ich muss mir nur kurz ein bisschen orientieren.
Hoffe, nimm es mir nur nicht wieder zurück, weil mit Papierflieger, das wird mir gar nicht kacken. Ja, also auf jeden Fall Hochwasser, also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Und klar, mein ganzes Haus verliert alles wirklich total Sim. Aber ich finde allein halt auch so ein, aber Kaufnuss verliert sie halt selbst, etwas, deswegen ist das wirklich dumm. Deswegen macht es hier dann tatsächlich Sinn, einmal auszutauschen. Eventuell, ne? Andererseits erledige ich den mit dem Hammer quasi eh instant. Dann passt das immer. Ja, es ist Hochwasser, das ist eigentlich wirklich immer total schlimm. Und Nachbarn mussten halt Keller auspumpen. Das ist halt wirklich richtig ätzend, wenn man Keller auspumpen muss. Ja, ich will es einfach in diesem Displayport einfach mal erwähnt haben. Das ist, weil es bisher einfach, weil es einfach Thema ist, dass es so gerade beschäftigt, logischerweise. Ne, und dann die besser so halt, die in der Region sind und alles ist halt wahnsinnig überflutet. Ist halt das Problem mit Hochwasser, dass der Pegel von den Bessern einfach so hoch wird. Meiner meistens halt an diesen Stellen halt so oft Probleme löst. Bin ich überhaupt noch richtig? Los gehen wir zum im dritten Untergeschoss. Sind doch irgendwas falsch. Anders nochmal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal da lang. Ne? Und dann. Ich weiß halt nicht mehr, wo das war, ne? Toll. Boah, da hatten wir gerade Glück gehabt, hä? Ja, sehen wir, das ist wirklich ganz Sinn. Und so, bei uns, wir haben durchaus auch immer Probleme mit Hochwasser. Dahingehend, dass, ja, wir halt einfach pumpen müssen, damit erst kein Wasser in den unseren Keller reinkommt. Und das war halt, weil es viel geregnet hatte, gar nicht mal so wild. Wir mussten halt wirklich sehr, sehr viel pumpen. Also es war bis... Och, komm, geh doch da rein, hä? Jetzt. Bis 7 Uhr in der Früh wach. Muss regelmäßig schauen, ob die Pumpen, dass alles passt. Weil ein Stromausfall gegeben hätte, was auch immer. Hat die Pumpen, dann wird es halt also nicht mehr pumpen. Dann wird es halt schwer, das Wasser aus dem Keller rauszuhalten. Dann muss jetzt genau das bei Nachbarn passiert ist, dass der Keller am Ende des Tages. Oh Gott, sind wir fliegen. Nö, das war das letzte Mal so schlimm. Ich finde das noch schlimmer. Also hätte der ganze Keller mit Wasser vollläuft, das wollte man auch verhindern. So, und das, ja. War nicht so wild. So, es gibt jetzt immer mal, weil ich kann sagen, dass, weil ich nicht müde bin, ein paar Mal so gebraucht, bis ich drüben bin. Wir sehen uns das wieder, wenn ich auf der Plattform bin. 2000 Jahre später gefühlt ist mir jetzt oben auf der Plattform. Ich weiß nicht. Das Fliegen, das klappt doch nicht so gut, da braucht es einfach irgendwie mehr Zeit. So, aber jetzt sind wir wieder vor dem Tor. Aber doch mal. Was jetzt passiert? Na dann, Mario, halt das Sternjuwel hoch. Ui, ich bin so gespannt, was passiert. Schon ist, also, es ist wirklich Wahnsinn. Bis 7 oder früh war es wach und muss ganz die Pumpen kontrollieren. Das ist ein Scheiß. Aber wir hatten dann mal Glück, weil bis auf wach bleiben, Pumpen kontrollieren, ist nicht viel passiert so. Weil, es ist kein Wasser in den Keller reingelaufen. Wir mussten nicht evakuiert werden. Die Straßen waren bei uns nicht so krass schlimm überlaufen und alles. Also, es war schon okay. Es war schon scheiße, aber es war okay. Es hätte deutlich schlimmer kommen können, ist das, was ich eigentlich sagen wollte, damit am Ende des Tages. So, jetzt schauen wir doch mal, was es hier als nächstes Teilgebiet entpuppt. Nämlich. Bin gespannt. Was jetzt passiert? Wird langsam so was frei? Die magische Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Ja, ist doch so mal was für Gutes. Schau doch nur, Mario, da steht, wo es das nächste Sternjuwel befindet. Aber es kann's, das kann das nicht entziffern. Er kann's, oder was? Vielleicht Professor Gumbart um seinen Rat bitten. Okay. Dann geht's also zu Professor Gumbart, damit der uns einen Rat geben kann, wo wir hin müssen.
So. Ich verstehe. Wir finden wir nun das nächste Sternjuwel. Im Wunderwald. Aha, dort befindet sich im Inneren eines großen Baums das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald. In diesem Wald sollte dieses kleine Wesen leben. Aha. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Ich bin der Professor. Wegen der Prinzessin Mayotte nun eine E-Mail von der Prinzessin Pizza halt. Die schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach dem Sternjuwel suchen. Aha. Allerdings weiß sie selber nicht, wo sie sich befindet. Die Kerle suchen also auch nach dem Sternjuwel. Was haben sie nur vor? Leider weiß es noch nicht immer so genau. Leider weiß es noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann sollten wir also in den Wunderwald gehen und das nächste Sternjuwel suchen. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als die Kerle. Aber denkt daran, euch im Toadhaus aussuchen, wenn ihr eure Kräfte nachlassen. Vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde deswegen die Sternjuwelen auf den Schatz weiter erforschen. Ja, auch wenn es alt, werden wir erst im nächsten Partyreise weiter antreten. Aber wir gehen nochmal kurz aus jeden Fall in den Shop rein, denn wir brauchen ein paar Items, damit wir die Reise gut antreten können. Das ist ja ganz klar. So. Danach speichern wir noch. Das passt das Ganze. Ich glaube, Leben brauchen wir keine, weil wir mal... Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ey, ich wollte, dann sehen, wie ich es habe. 29 von 10 und Bieder, glaube ich, auch 9 von 10. Also, das passt auf jeden Fall so. Ah ja, hier haben es andere Items. Die haben zum Beispiel den Wumpsblock Nils. Ah, den gab es dann in dem anderen Dorf da. Und da war es vielleicht auch der Rest günstiger. Oder war der Pilz der teurer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war tatsächlich alles günstiger. Sammelt tatsächlich lieber nochmal aus dem anderen Dorf und holen da was. Also, Items. Und das machen wir im nächsten Part. Ja, das machen wir im nächsten Part. Das wird auch dabei mit Items holen, I would say. Und für den Part sage ich jetzt danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Anzahl!